Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eMotion. Heute beschäftigen wir uns mit BBNM e.V. Was das ist, gleich. eMotion, der E-Mobility-Podcast. eMotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Grüß Gottle, Jessica Reichelt, hallo. Hallo, Jerome. Du lässt heute dir immer was Neues einfallen. Ja, ja, heute auf Schwäbisch. Ich bin zwar kein Schwaber, aber egal. Wolfgang Paul ist auch mit dabei. Grüß dich, Wolfgang. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo. Und Lisa Bohm ist heute dabei. Grüß dich. Ja, moin. Unser Gast heute, Lisa. Wir haben uns vor 2, 3, 4 Jahren kennengelernt und zwar in Hannover, glaube ich. Und zwar habe ich dich da irgendwie stehen sehen, habe irgendjemanden gefragt, wer ist denn das? Weil du irgendwie immer so irgendwo gestanden bist und dann hat mir mal damals erklärt, wer du bist. Aber vielleicht erklärst du jetzt selber nochmal, wer du eigentlich bist. Ja, ich bin Lisa Bohm, das ist mein gebürtiger Name. Viele kennen mich vielleicht sogar noch unter Tesla Lisa. Mittlerweile bin ich die E-Lisa. Also auch als Beraterin für Elektromobilität unterwegs und viele kennen mich auch von den Electrified Women. Und daher kenne ich dich ja auch, Lisa. Ganz genau, daher kennen wir beide uns auch und bin jetzt aber auch mit meiner Beratung weiterhin unterwegs und auch jetzt für den BBNM e.V. unterwegs. Genau, und als wir uns da in Hannover kennengelernt haben, wobei wir haben ja im Vorfeld miteinander gesprochen, ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass ich mich nicht getraut habe, dich anzusprechen, aber du hast gesagt, wir haben uns unterhalten, du hast ja sogar meinen Wohnwagen angeschaut, ne? Ja, ich habe zumindest einen Blick reingeworfen und hatte auch ganz kurz mit dir, glaube ich, über deinen damaligen Podcast gesprochen. Und dann hat es sich aber auf der Veranstaltung einfach auch ein bisschen verlaufen. Es war ja auch einfach super viele Leute und man wollte irgendwie gefühlt mit jedem mal einen kurzen Schnack und einen Plausch halten. Dann waren ja auch noch so Prominente wie Carmaniac vor Ort und so. Und dann war natürlich auch da einfach immer viel los. Und wenn man sich in der Szene auskennt, die Follower waren dann da, haben einen angesprochen. Und dann kam man ja auch irgendwie gar nicht so untereinander ins Gespräch, sondern man war ja eigentlich nur für Follower und Co. da. Ja, und ich war ja damals sehr beschäftigt damit, möglichst viele Studiogäste zu bekommen, möglichst viele Menschen, unter anderem auch Carmaniac, den ich da interviewt habe und da auch kennengelernt. Ich muss ehrlich ich habe zwar das ein oder andere Video von dem gesehen, aber ich wusste damals nicht, dass der so dermaßen prominent war, wie er damals schon war. Du kamst ja kaum an ihn ran, weil die ganze Gopis Zeit die Fans, die Fans um ihn herum und er hatte mir sehr früh zugesagt, das Interview zu geben, aber er kam einfach nicht von seinen Fans weg. Also es war schon ziemlich extrem. Lisa, du bist jetzt aber unterwegs mit dem BBNM. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ja auch ein bisschen Lehrer normalerweise und in der Pädagogik gibt es auch unheimlich viele Abkürzungen. Ich bin jemand, der hasst Abkürzungen. Ich hasse Abkürzungen, weil ich immer nicht weiß, was sie bedeuten und es mir nicht merken kann. BBNM, jetzt kommst du um die Ecke wieder mit einer neuen Abkürzung. Wofür steht denn BBNM genau? Ja, der BBNM steht für den Bundesverband Beratung Neue Mobilität. Und wir haben uns im letzten Jahr gegründet, haben jetzt gerade unser Einjähriges gefeiert und wir sind dafür da, halt den Pool der zertifizierten Beraterinnen und Berater für Elektromobilität zusammenzufügen und gemeinsam Beratungsstandards zu implementieren und einfach die Mobilitätswende und die umweltfreundlichen Lösungen erfolgreich umzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe und sage, ich möchte, dass alle meine 24.337 Mitarbeiter in Zukunft elektrisch zur Firma fahren und dann auch eine Lademöglichkeit haben, dann kann ich dich anrufen und dann sagst du, jawohl, das organisieren wir. Oder wie funktioniert das? Ja, ganz genau kannst du dir das quasi vorstellen. Also dadurch, dass wir wirklich auch deutschlandweit agieren und ganz viele Beraterinnen und Beraterinnen in Deutschland haben, können wir dann auch den passenden quasi vermitteln und sagen, hey, in deiner Region ist der und der für das zuständig und können dann auch einfach Beratungsdienstleistungen vermitteln. Das geht aber dann nicht nur für Firmen, sondern auch für Privatpersonen, oder? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie die jeweiligen Beraterinnen und Berater aufgestellt sind, aber grundsätzlich sind wir auch für Endverbraucher da, wenn mal eine Frage ist. Und ich denke jetzt zum Beispiel an die Eigentümergemeinschaft, die sich gegen eine Ladesäule in der Tiefgarage wehrt oder sowas. Ja klar, das ist natürlich auch ein Geschäftsfeld von uns Beraterinnen und Beratern, weil WEGs, die brauchen auch meistens irgendwie einen Berater an der Seite, um halt genau solche Dinge dann auch
klären zu können, auch Vorlagen zu haben von uns, die wir dann auch erarbeiten. Also wie nennt man die? Ich glaube, es gibt irgendein so ein Fachwort, aber da komme ich gerade nicht drauf. Aber so, ja, so Verwaltungsvorlagen, dass man einfach Entscheidungen treffen kann und so, dass sie dann auch wirklich weitermachen können und das nicht irgendwie von einer Sitzung zur nächsten getragen wird. Das heißt, es ist ziemlich erfolgreich. Ihr seht eine Vorwärtsbewegung. Ihr seht eine Dynamik in dem Ganzen wahrscheinlich auch, jetzt, dass sich auch mehr bewegt. Das ist doch so ein bisschen die Intention auch, ne? Diese Verbreitung. Also, genau. Also es ist ja einfach wichtig, dass die Leute, die Experten und Expertinnen sind, sich auch einfach zusammentun. Mehr, also zusammen können wir einfach mehr erreichen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das machen wir ja hier im Prinzip im Podcast auch. Hier sind auch Expertinnen und Experten, die zusammenkommen, die sich einfach mit dem Thema auskennen. Absolut. Und, dementsprechend. Dann bin ich ja fehl am Platz. Tschüss, Wolfgang, war nett mit dir. Ich erinnere mich da an so ein Buch. Genau. Nee, aber es ist halt einfach so, dass man zusammen einfach viel mehr erreichen kann. Und es ist einfach wichtig, auch den richtigen Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin zu finden. Und viele wissen ja auch gar nicht, wonach suche ich denn, wenn ich jetzt jemanden brauche, der mich da berät. So, und da wollen wir halt auch ansetzen und sagen, hey, wir sind die zentrale Anlaufstelle. Wobei du sagst Buch, Wolfgang hat ja zum Thema E-Mobilität ein Buch geschrieben, aber jetzt hat er ein Katzenbuch veröffentlicht und diese Katze ist nicht elektrisch. Also tschüss, Wolfgang. Du wolltest eine Frage stellen, Wolfgang. Aber ich wollte die Katze Elisa nennen. Ne? Das hätte dann wieder gepasst. Okay. Na siehst du, dann haben wir doch da eine Verbindung. Gibt es denn Schwerpunktfelder? Ich denke, irgendwann fokussiert man sich ja auf bestimmte Dinge, die ein bisschen mehr Priorität haben wie andere. Gibt es da so einen Schwerpunkt, so einen rauskristallisierten bei euch? Also im Verband an sich nicht, weil wir sagen, wir wollen natürlich die Vielfalt abbilden, aber unter den Beraterinnen und Beratern, die bei uns Mitglied sind und quasi aufgelistet sind, gibt es natürlich Themenschwerpunkte. Ich sage jetzt auch, ich bin eher nicht so im kommunalen Bereich unterwegs. Das ist immer ein sehr langwieriges Geschäft. Das dauert alles sehr lang. Da habe ich manchmal nicht so den Atem für, beziehungsweise nicht die Geduld. Und andere sind da einfach voll drin. Ich habe einen Kollegen in der Münchner Ecke, der macht nur sowas in dem Bereich oder auch WEGs. Und der ist da relativ erfolgreich. Ne? Und jeder hat so sein Special-Gebiet. Wir haben auch welche, die jetzt selber Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben. Und von daher sind wir echt eine bunt gemischte Truppe. Lisa, du bist ja jetzt selber schon sehr lange in der E-Mobilität unterwegs. Was fährst du gerade für ein Fahrzeug? Im Moment fahre ich einen Tesla Model Y. Ich habe letztes Jahr meinen Tesla Model S eingetauscht, nachdem Tesla zu mir kam und mir einfach das super Angebot gemacht hat. Hey, du kannst dann Supercharging Free übertragen. Und ich dachte, warte mal, da muss ich keine 2 Sekunden überlegen. Das macht einfach Sinn. Das konnte man übertragen? Ja, das konnte man tatsächlich übertragen. Wahnsinn. Hat Tesla tatsächlich eine E-Mail rausgeschickt und der ein oder andere hat es eben klugerweise gemacht. Die Lisa zum Beispiel, ich habe es nicht gemacht, weil ich gerade kein neues Auto gebraucht habe. Aber was mir eben auffällt, wenn ich so in den Foren lese oder Artikel in irgendwelchen Online-Magazinen, heißt es immer, ja, das ist alles nicht so dolle mit dem Laden und was weiß ich. Und dann denke ich immer so für mich, naja, also wovon reden die eigentlich? Also ich habe eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ist es jetzt nur bei mir so oder empfindest du das auch mittlerweile so, Lisa? Ich glaube, das ist bei uns einfach natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, die wir mittlerweile haben. Ich verstehe schon, dass am Anfang einfach dieser Fokus fehlt und dass man dieses Ladesäulenradar, wie ich es immer gerne nutze, erst entwickeln muss. Ich kann jeden, der jetzt Verbrenner fährt, wahrscheinlich fragen, hey, wo ist die nächste Tankstelle? Das weiß der, aber ich kann dem auch genauso sagen, wo die nächste Ladesäule ist. Und das entwickelt sich erst. Also ich merke das selbst bei Freundinnen und Freunden, die ich mitnehme, die dann auch sagen, ah, guck mal, das ist eine Ladesäule. Und dann bin ich immer ganz stolz, wenn sie die dann erkennen, weil sie halt öfter mit mir mitgefahren sind und einfach wissen, ach ja, so sieht das aus. Aber eigentlich haben wir doch in Deutschland zumindest kein wirkliches Ladesäulenproblem, oder? Nein. Bitte. Nein. Also Ladepunkte haben wir mittlerweile mehr als Tankstellen. Das ist erwiesen. Ob denn die Zapfsäulen noch, ich sag mal, in der Überzahl sind, aber wie oft kommt es auch mittlerweile vor? Ich glaube, ihr hattet das hier im Podcast auch schon mal als Thema, dass man beim Tanken dann anstehen muss und beim Laden ist man deutlich schneller weg. Das wandelt sich ja gerade so ein bisschen. Jerome, aber ein Problem beim Laden haben wir und das nennt sich ja, immer noch Schademo. Ja, das ist Schademo. Ich wollte es gerade sagen, also wenn man wie Jessica
nicht an jeder Ladesäule laden möchte, dann nimmt man sich ein Auto mit Chademo und dann hat man noch so richtig das Abenteuerfeeling von vor, sagen wir mal, 7, 8 Jahren mit Chademo. Ja, da ist ja das große Problem, dass die Standorte in der Regel dann, wenn überhaupt, einen Triple Charger haben, wo man noch mit Chademo laden kann und dann kannst du 20 anderen beim CCS Laden zuschauen, weil deiner nicht geht oder belegt ist. So, das ist mein Problem. Genau. Lisa, was kommen denn für Firmen so im Allgemeinen? Sind das eher die großen Firmen oder die Mittelständler oder die kleinen Firmen? Wer kommt zu euch und möchte gern beraten werden? Das ist tatsächlich sehr durchmischt. Also im Moment haben wir auch von kleinen Unternehmen oder auch von WEGs, also Wohnungseigentümergemeinschaften, die sagen, hey, wir brauchen Beratung, wir brauchen Unterstützung. Und von daher haben wir da keinen Fokus im Moment. Euch gibt es ja ungefähr ein Jahr. Läuft es jetzt so langsam hoch? Also kommen da immer mehr Anfragen oder läuft das eher noch schleppend oder könnt ihr euch gar nicht retten von Anfragen? Es ist so ein bisschen, also so die Anfragen sind noch so ein bisschen langsam am Entwickeln. Wir sind ja auch, ne, wir haben ja auch noch die Herausforderung, uns auch erstmal bekannt zu machen und zu sagen, dass es uns überhaupt gibt. Und da sind wir aber ganz erfolgreich. Wir haben einen sehr guten Pressemitarbeiter, der Pressemitteilung raushaut und wo wir dann auch schon in den gängigen Medien mit aufgenommen wurden. Also auch hier electrive.net, das ist ja so der Newsletter über E-Mobilität. Da wurden wir auch schon öfter erwähnt und man kennt uns so langsam. Aber ich glaube, wir dürfen da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, dass wir halt auch zentrale Anlaufstelle sind. Aber ich habe dann, da habe ich eine ganz entscheidende Frage. Kennt Kai Ebel euch auch? Ich glaube nicht, nein. Ja, das wäre ganz gut, weil der ist ja sehr verzweifelt an so Ladesäulen. Es wäre ganz gut, wenn der dann von euch auch der mal braucht viel könnte, Beratung. Wie das da läuft, ne? Mit einer guten der Beratung. Braucht viel Beratung. Jetzt berät ihr aber nicht nur Firmen oder ihr als Verein, beziehungsweise vermittelt nicht nur die Berater, sondern du hast es vorhin schon gesagt, wenn also es Probleme gibt in Sachen Häuser, wo eben verschiedene Parteien drin sind und die sich dann eben nicht einigen können, wollen wir jetzt eine Ladesäule in die Garage stecken oder nicht und ist das nicht furchtbar gefährlich und brennt dann uns nicht die Hütte ab und so weiter. Kommen da viele Anfragen oder legt sich das, also haben Sie es inzwischen verstanden, dass es Quatsch ist, was die da erzählen? Also bisher sind solche Anfragen bei uns noch nicht eingegangen. Kann natürlich auch sein, dass es erstmal noch kommt, weil viele auch einfach jetzt im Moment, ne, wir wissen ja alle, es ist im Moment so ein kleiner Dip in der E-Mobilität drinne, aber das erholt sich ja gerade wieder und natürlich kommen jetzt auch viele gesetzliche Vorgaben, die wir auch als Verband mit in den Vordergrund stellen und auch sagen, also uns quasi an die Verwaltung wenden und sagen, hey, ihr habt halt auch gewisse Verpflichtungen, ne, was Ladepunkte aufstellen angeht und dementsprechend wird das, glaube ich, erst so ab 2025 so richtig losgehen, dass dann auch, sag ich mal, mehr Anfragen kommen in dem Bereich und ja, wir sind aber für alles, wie gesagt, offen und sind zentrale Anlaufstelle. Jetzt sagte gerade Jerome, du bist ja unheimlich lange da drin. Du bist ja einer dieser wirklich Early Adapter, die da sehr, sehr früh reingegangen. Macht dich das nicht auch ein bisschen müde, wenn man das immer wieder neu erklärt? Du sagst gerade, kommt wieder so ein langsamer Anlauf. Ich höre ja von meinen Freunden immer so drumherum so Fragen wie, sag mal, Wolle, hat die E-Mobilität noch eine Chance, setzt die sich durch? Ja, da muss ich mal sagen, ja, setzt sich das Internet vielleicht auch durch? Ne? Man könnte ja die Gegenfrage stellen. Also für mich ist das Nonsens. Aber wie müde macht dich das oder bleibt das immer so frisch, wie du das hier präsentierst? Sag, toll, die Themen sind immer klasse, präsent. Also ich sag mal so, es gibt immer mal Zeiten, wo man sagt, boah, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen durchatmen und auch mal nicht immer die Aufklärmaus spielen und so. Aber ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen bei einem Netzwerktreffen gemerkt, war also gar nicht Thema E-Mobilität, aber ich wurde natürlich, ne, wenn man sich vorstellt, wird man natürlich gefragt. Und da kamen auch wieder die Standardfragen, ja, und was ist denn aber mit dem Akku und wenn der brennt? Und ich so, halt, stopp, der brennt nicht. So, also, und da merkt man immer, da war eine Freundin von mir auch mit dabei und die sagte, das ist so krass, wenn ich anfange, über E-Mobilität zu sprechen, dann fangen meine Augen an zu leuchten und ich fange dann auch an, bis ins kleinste Detail den Akku zu erklären und dies und das und dann sind aber alle immer so, ach, das wusste ich alles gar nicht, ach so, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird, dann denke ich immer so, ja,
manchmal muss man sich halt immer hinterfragen, wer bringt irgendeine Studie raus, wer schreibt irgendwas, wer steckt dahinter. Ja. Ihr hattet es, glaube ich, im Podcast ja auch schon, ne, mit der Zeitung mit 4 Buchstaben, wer steckt dahinter. Das darf man immer mal gerne hinterfragen. Ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen verlernt. Ja, nun, wir sind die Evangelisten. Ne? Wir brennen für dieses Thema natürlich leidenschaftlich. Und dann kommt man natürlich an andere Menschen. Es gibt ja Menschen da draußen, die eben einer ganz anderen Überzeugung sind. Und das ist eben immer sehr schwierig, ne? Wenn man dann mit zwei Themen aufeinanderstößt und du eben die längere Geschichte hast. Und deshalb finde ich das immer sehr spannend, wenn du sagst, wie geht es dir? Du bist schon Jahre voraus und machst das viel länger. Und wir anderen sind, also ich bin auf jeden Fall kürzer drin, auch ich glaube 1780 ist eingestiegen. Und deshalb war meine Frage, ne? Wie erschöpft sich das oder wo holst du deine neue Motivation her? Ja, ich denke halt immer, ja, es erschöpft mich manchmal, klar. Ich bin seit 2018 dabei und natürlich bist du irgendwann ist über, immer die gleichen Fragen zu beantworten. Aber ich denke mir halt immer so, naja, es gibt einfach verschiedene Bubbles in Anführungszeichen. Ne? Die erste ist los, der musst du nichts mehr erklären, aber jetzt kommen immer neue. Und ich denke immer so, ach, da habe ich doch jedes Mal die Chance, nochmal zu überzeugen und einfach aufzuklären. Und das ist das, warum ich damals auch gestartet bin, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, aufzuklären. Diese ganzen Mythen und so aufzuhebeln und zu sagen, hey, das ist halt das gar nicht so. Ich kann dir das alles erklären. Ja, es gibt hier und da ein paar Herausforderungen, die wir haben. Aber ja, der Verbrenner war ja auch nicht gleich da und ist 500 Kilometer durch die Gegend gefahren. Also ne, am Anfang hast du dir das Benzin noch in der Apotheke mischen lassen. Also lass der E-Mobilität noch mal ein bisschen Zeit und dann wird das schon. Ich bin nie aufgeklärt worden, trotzdem habe ich einen Sohn. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist toll. Ja, schön, ne? Zu hören. Ja, wundere mich bis heute. Aber das ist das Wunder des Lebens, hat man mir gesagt. Jetzt ist es ja so, ich lerne ja unheimlich viele Menschen kennen, ob das am Supercharger ist, ob das vor meiner Schule ist, irgendwelche Eltern und was weiß ich. Und ich höre oft von Menschen, die in irgendeiner Firma arbeiten und einen Firmenwagen bekommen, dass sie mir dann sagen, ja, ich würde ja gerne elektrisch fahren, weil dann zahle ich auch weniger Steuern zum Beispiel. Aber die Firma erlaubt es mir nicht. Auf der anderen Seite höre ich dann aber auch von Firmenchefs, die mir sagen, ich würde ja gerne umsteigen auf Elektromobilität, aber meine Mitarbeiter wollen das nicht. Wo liegt das größere Problem, Lisa? Eher bei den Geschäftsführern, also bei den Entscheidern innerhalb einer Firma oder liegt das eher bei den Mitarbeitern? Ich glaube, das Entscheidende ist immer, wenn ein Umstellungsprozess angeschoben wird, alle mitzunehmen und zwar von Anfang an und nicht irgendwie von oben mit der Gießkanne rüber zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt, weil more green und ne, wir müssen nachhaltiger werden. Jetzt kommen auch die ganzen gesetzlichen Regelungen, ne, mit den Nachhaltigkeitsberichten und Co. Und da die Leute von Anfang an mitzunehmen und zu sagen, hey, was wollt ihr denn auch überhaupt? Also auch da die Frage mal zu stellen, muss es überhaupt noch ein Auto sein? Darf es vielleicht auch ein anderes Vehicle sein? Darf es vielleicht auch ein Mobilitätsbudget sein? Und ich merke immer, wenn die Mitarbeiter von Anfang an mitgenommen werden und quasi das von unten heraus so ein bisschen nach oben kommt, läuft das viel besser, weil dann hast du erstmal die vielleicht, die sagen, oh ja, pro E-Mobilität, ich wollte das schon immer ausprobieren. Und die stecken dann wiederum die anderen an. Wenn du jetzt natürlich jemanden in der Geschäftsleitung hast, der nicht aufgeklärt ist und der sagt, ja, was soll der ganze Mist und wie auch immer, dann muss man halt da ansetzen, klar. Aber ich glaube, dass die Mitarbeiter immer der größere Hebel sind. Ihr seid ein Verein, der sich vor einem Jahr gegründet hat. Wie ist der eigentlich organisiert? Also wie viele Mitglieder habt ihr und wo ist der Sitz und wie, ich nehme an, ihr seid über ganz Deutschland verteilt. Wie organisiert ihr euch eigentlich? Genau, also wir sind in Augsburg gegründet, da sitzt unser Haupt, sag ich mal, Vorstand. Also wir sind eine Spitze von, lass mich liegen, 8 oder 9 Vorständen tatsächlich, weil wir gesagt haben, es gibt einen Kernvorstand, den es in jedem Verein geben muss, den geschäftsführenden Vorstand, Kassenwart, Schriftführer. Und darunter gibt es bei uns noch die jeweiligen Fachvorstände, weil wir gesagt haben, das Thema E-Mobilität ist so groß. Es gibt einen Fachvorstand für Marketing, es gibt einen Fachvorstand für Fördermittel, für Internationales, für Politik und Gesellschaft sozusagen und Sektorenkopplung und so weiter und so fort. Und weil wir sagen, die Themen sind so vielfältig und jeder hat ja auch so seinen Special-Bereich, sag ich mal. Und wir sind jetzt insgesamt
auf, ich glaube, knapp über 50 Mitglieder angestiegen in dem ersten Jahr, was wir schon recht gut finden. Also es darf natürlich auch immer noch gerne mehr werden. Also wer gerne Infos dazu haben will, einfach mal auf unserer Website vorbeischauen, die ihr bestimmt in den Shownotes verlinkt. Und wir sind gut dabei zu wachsen und es gibt auch immer mehr Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen da mitmachen. Ne, das kann von Softwareanbietern über Hardwareanbieter sein, die sagen, hey, wir brauchen auch die Beraterinnen und Berater und dann tun wir uns halt zusammen. Wie ist eigentlich die Voraussetzung, dass ich bei euch mitmachen kann als Berater? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich, Jerome Brunel, ich möchte gerne beraten, empfehlt mich bitte weiter. Vermute ich mal, werdet ihr sagen, ja, mach mal langsam, Jerome. Was hast du denn gelernt oder was hast du studiert oder wie läuft das ab? Genau, also uns ist es natürlich auch wichtig, wirklich qualifizierte Leute bei uns zu haben, dass wir da... Ja, das bin ich. Ja, das glaube ich dir durchaus. Also du hast mit Sicherheit einen super großen Wissensschatz und kannst auch einfach aus der Erfahrung heraus ganz viel mitteilen, was auch super hilfreich ist. Jetzt kommt gleich das Aber. Genau, das Aber ist, wir müssen ja auch eine gewisse Qualität einfach und Standards weitergeben. Und deswegen haben wir gesagt, man muss schon eine Ausbildung in dem Sinne haben, also entweder über die DEKRA zertifiziert sein. Da gibt es die Mobile Academy, die dann die Berater und Berater für Elektromobilität und alternative Antriebe ausbildet. Oder über die IHK, da gibt es auch den Berater für Elektromobilität. Oder über die Handwerkskammern in Dresden oder München, die dann auch den Berater für Elektromobilität ausbilden. Weil uns ist einfach wichtig, dass die Leute einfach eine gewisse Qualifikation mitbringen, damit sie auch wirklich unsere Standards auch erfüllen können. Weil es bringt uns nichts, wenn nachher ein Unternehmen im Nachgang zu uns kommt und sagt, ja, der hat mich aber falsch beraten. Weil das fällt letztendlich auf uns zurück und das wollen wir nicht. Aber das ist halt irgendwie schade, ne? Dann können die Leute ja gar nicht in die Politik gehen, weil die ja vollkommen überqualifiziert sind, oder? Ja, also das merkt man auch immer wieder in unseren Diskussionen, dass wir sagen, na, die eigentlich entscheiden in der Politik, die sind für uns immer, ich sag mal, ein bisschen Fachtheoretiker. Da wäre es eigentlich sinnvoller, uns Praxisleute und Experten und Expertinnen mit reinzunehmen, weil die entscheiden etwas, was sie gar nicht teilweise verstehen können oder nicht ganzheitlich umfassen können. Das meinte ich auch mit dieser Ernst, ne? Diese Ernsthaftigkeit. Da sitzt jemand wie du, der vollkommen in diesem Thema ist, tief in diesem Thema. Und ich habe immer das ein bisschen das Gefühl, nicht um der Politik jetzt weh zu tun, sondern da sitzen teilweise dann doch Leute, die sind natürlich in 1000 Gremien drin, die sich dann aber genau mit solchen Fachexperten oder Expertinnen unterhalten und dann sagt, oh, die wissen ja so viel, die wissen ja viel mehr wie diejenigen, die vielleicht eine Entscheidung treffen. Ne? Holt man sich das dann auch tatsächlich ab? Wäre das dann gefühlt so, dass man sagt, die Politik im Endeffekt würde sich das abholen? Sie hört nur mal jetzt auf diese Expertinnen und Experten? Das ist unser Ziel. Also da arbeiten wir gerade noch dran. Es ist gar nicht so einfach, in die politischen Gremien reinzukommen. Aber deswegen haben wir auch einen Fachvorstand in dem Bereich, weil wir sagen, der ist halt sehr gut vernetzt. Der kann uns in vielleicht auch erstmal regional reinbringen und dann geht es vielleicht auch irgendwann bundesweit. Aber also ich sag mal, wir sind ja alle gut vernetzt, die in dem Verband drin sind. Ne? Das sind einfach wirklich hochkarätige Experten und Expertinnen und dementsprechend dauert das jetzt ein bisschen, aber ich glaube schon, dass wir irgendwann vielleicht dann beim Autogipfel dann auch mal dabei sitzen und nicht wie letztes Mal und dann wird wieder was entschieden und wir schlagen eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammen und denken, ach, das ist irgendwie wieder so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber gut, wir machen das Beste draus und versuchen einfach hier und da immer mal wieder zu unterstützen. Wir haben auch schon einen offenen Brief an die Bundesregierung gerichtet. Und da müssen wir einfach dranbleiben und weiter für uns quasi auch ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, werben und dass unsere Expertise auch einfach abgefragt wird. Ja, sonst wirkt es ja immer befremdlich, wenn Menschen über irgendwas reden, wie jetzt, wie wir in unserer, ich nenne es jetzt trotzdem mal so Blase, wir sind da sehr eingeschlossen in so einem Umfeld, weil man eben sich vielleicht durch dieses Bearbeiten von Themen, ich habe jetzt nicht diesen E-Mobilitätsberaterschein, ich würde dann eher sagen, durch dieses Anlesen oder mein Buch schreiben mit Stefan zusammen, dass man dann eine Fachexpertise zwar hat, aber man trifft eben immer wieder auf dieses Unverständnis außen. Ne? Und ich würde mir natürlich genau wünschen, dass diese Tür aufgeht und ich finde das hervorragend, wenn du sagst, genau daran arbeiten wir, ein Gremium zu werden, das eine Stimme hat und dann in die Politik vielleicht einen Einfluss hat, damit nicht so dumme Sachen wie E-Fuels oder was immer da aufkommt, Wasserstoff, in eine Richtung geht, wo Experten sagen,
sagen können. Ich sehe es an Volker Quaschning, der auch öfter auftritt und in, auch in Themen da sehr tief verankert ist und dann sagt, rechnerisch hat das überhaupt keinen Sinn, das hat technisch keinen Sinn, ja, das Fischer-Tropsch-Verfahren allein für E-Fuels ist kacke. Deshalb finde ich das toll, so ein Gremium, meine Hochachtung, wenn man diese Tür aufstößt und eben da mitmischt. Ich würde da die Daumen drücken. Dankeschön. Lisa, wie ist es denn, also ich habe ja jetzt keinen so einen Beraterschein, nenne ich es mal ganz salopp, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Mitmoderatoren hier in der Runde. Wie kann man euch denn noch unterstützen, wenn man jetzt nicht aktiv beraten kann? Also genau, außer also hier im Podcast drüber zu reden. Genau, also auch dafür erstmal herzlichen Dank, dass ich hier auch da sein darf und auch über den BBNM mal ein bisschen berichten darf, was wir so machen und was so unsere Ziele und Visionen und Missionen sind. Wenn man diesen Schein nicht hat, kann man ähnlich wie bei den Electrified Women auch Fördermitglied werden. So, also da kann dann, man hat dann in dem Sinne kein Stimmrecht bei den Versammlungen, aber kann natürlich auch einfach schauen, ob man dann sagt, okay, man qualifiziert vielleicht eine Person aus dem Unternehmen dann langfristig, dass man dann halt als normales Mitglied quasi dann werden kann und dann auch mitentscheiden darf. Ne? Also natürlich können die auch Dinge mit reinbringen und zur Diskussion bringen, aber sie haben halt kein Stimmrecht. Das ist der einzige Unterschied dann da dabei und die Beiträge sind eigentlich relativ gleichwertig. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Und genau. Du sagst gerade Fördermitglied. Fördermitglied heißt auch, dass man Geld bezahlt eben an den Verein, damit er damit arbeiten kann. Wie ist denn die Finanzierung insgesamt dieses Vereins? Wie finanziert ihr euch? Über Mitgliedsbeiträge oder wie läuft das? Genau, wir finanzieren uns rein über Mitgliedsbeiträge, weil wir sagen, wir sind halt auch kein gemeinnütziger Verein, aber wir brauchen halt auch ein bisschen Geld, um auch funktionieren zu können, um halt auch ne, Pressearbeit zu betreiben oder auch auf Messen und Veranstaltungen zu gehen. E4 Festival ist ja jetzt gerade, also wir nehmen ja an dem Wochenende auf sozusagen und da sind dann auch Kollegen vor Ort, die dann halt auch, das dann auch abbilden können. Das heißt, wenn ich morgen dann hinfahre, dann kann ich Kollegen von dir mal Hallo sagen. Auf jeden Fall. Genau, wir nehmen nämlich am Freitag, den 25. Oktober auf. Das nur zur Erklärung, warum wir jetzt über dieses Festival oder Testival sprechen. Nicht Festival, Testival. So viel habe ich gelernt. Ich war nämlich noch nie dort. Sollte es mal vielleicht nächstes Jahr versuchen. Dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Lisa, herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Und ich hoffe, wir haben alles abgedeckt. Oder gab es noch eine Frage, wo du sagst, die Frage hätten sie mir auch noch stellen können? Oh, ich glaube eigentlich gerade nicht. Also wahrscheinlich fällt einem das dann wieder im Nachgang ein. Aber genau, wenn noch Fragen immer. Sind, würde ich halt nochmal einladen. Genau, ist immer so. Genau, aber, also ich stehe gerne wieder zur Verfügung oder halt einfach über die bekannten Kanäle uns kontaktieren. Und die Fragen direkt an uns stellen. Genau, und apropos Fragen stellen, wer uns gerne Fragen stellen möchte hier im Podcast oder Themen vorstellen möchte, der hat die Möglichkeit dazu. Schreib uns eine Mail, hab keine Angst, hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@e-movotion.de. Genau, einfach an redaktion@e-movotion.de. Das musste und, jetzt wieder kommen. Ja, und da kann man zum Beispiel auch die Frage stellen, warum Jessica immer noch gerne mit Chadimo lädt. Das kann man dann gerne machen. Ja? Okay, das war's für heute. Dankeschön, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ich wünsche dir auf dem Testival ganz, ganz viel Spaß. Und viele gute Gespräche und ja. Jessica und Lisa werden sich dann ganz bestimmt auch treffen. Ich werde leider nicht da sein können. Wolfgang, wieso bist du eigentlich nicht dort? Ich schreibe ja Bücher über die E-Katze. Ja, genau. Du schreibst ja Katzenbücher, das man natürlich überall bestellen kann. Natürlich. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön Lisa Bohm und Jessica ja, Reichelt sowie Wolfgang Paul. Wir hören uns in einer Woche wieder mit hoffentlich wieder so spannenden Themen wie heute. Tschüss! Tschüss! Ciao, ihr Lieben.